Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und heute soll es sich eigentlich gar nicht mal so sehr um das Spiel gerade hier handeln, sondern wir gehen jetzt einfach mal rüber zu EA SFC Mobile Twitter. Denn da wurde mal ein bisschen was nochmal gepostet, auch hier, was da genau morgen rauskommen wird. Denn morgen wird richtig viel rauskommen und ich bin dazu live. Ich bin live, Leute, 16 Uhr am Donnerstag zum neuen Event, zu neuen geilen Packs. Wir werden komplett eskalieren, komplettes Pack-Opening, Leute. Es wird sehr, sehr geil. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich, denn wir werden da richtig reinstarten können. Und was es da genau alles geben wird und wie das alles aufgebaut ist und so, das ist alles schon geleakt. Das schauen wir uns jetzt alles an. Let's go! Es gab nämlich mal wieder einen Twitch-Livestream, wo so ein bisschen was hier ja, geleakt wurde. Eigentlich nicht nur ein bisschen was, sondern wirklich einfach alles. Es wurde einfach alles geleakt und den kann auch jeder hier einsehen. Also einfach EA SFC Mobile Twitter eingeben, dann kommt ihr hier auch über den Link, der dort gepostet wurde, zum Livestream. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein, schauen uns das Ganze an. Natürlich habe ich schon mal vorher geguckt. Und jetzt können wir nochmal gemeinsam reinstarten hier, was so grob die Inhalte sind. Also zuallererst einmal natürlich, wir kennen das ganze Format ja schon eigentlich mit den ganzen Leak-Streams und so. Und hier die beiden EA-Mitarbeiter, die es alles so ein bisschen erklären, dies, das. Und jetzt können wir schon mal ein bisschen weiter skippen tatsächlich hier, bis es halt wirklich zu den Leaks kommt. Und das sind die ersten krassen Leaks, Leute. Schaut euch das Ganze an. Wir machen mal Vollbild. Da ist vielleicht ein bisschen angenehmer zu schauen. Wir haben einen Rijkaard, Blanc, Dalglish, Capdevila, Vidic, Scholes, Pirlo, Klose, Lineker, McManaman. Habe ich tatsächlich noch nie gehört, tut mir leid. Aber Ricken. Ricken ist sehr, sehr geil. Ricken, wirklich, wirklich cool. Absolute Dortmund-Legende natürlich. Auch mit geisteskranken Momenten natürlich. Vor allem die ganze Lupfer-Geschichte und so, kennt man natürlich. Ja, sonst, das haben wir hier noch, genau. Und dann geht's hier weiter und so wird das nämlich so grob aufgebaut sein. Also wir haben hier im Hauptkapitel, ich glaube, das ist das Hauptkapitel, also am Anfang das Startkapitel hier, im Hauptkapitel Main seht ihr ja oben, da gibt es gratis Dinge zu holen. Tatsächlich wirklich gratis, so wie das hier aussieht. Da bekommt man so zum Beispiel 87 bis 92er Spieler, man bekommt 91er Mascheranos, also hier ist gut was mit dabei. Dudex gibt's auch mal noch mit dazu, 90er Untrade Spieler, noch ein paar Gems dazu, also das ist schon mal ganz cool, dass man hier auch wirklich ein bisschen Gratis-Zeug bekommt. Dann kann man bei Master Road oder eben auch hier gerade noch täglich spielen. Genau, also man kriegt die Gratis-Packs und dann kann man eben auch noch täglich spielen tatsächlich, das ist klar. Da kriegt man nochmal ein paar Pünktchen und nochmal ein bisschen Gems und so ein Zeug. Master Road kann man dann nämlich auch öffnen. Man hat dann eben die Chance, hier zum Beispiel 85 bis 95er zu ziehen. Tapso Bar haben wir hier. Andere Mystery-Spieler, was auch immer. 85 bis 95. Zardes, die Legende, ist hier auch mit dabei. Also sehr, sehr cool. Auch mal ein bisschen anderes Setup, finde ich, auch ganz interessant gelöst, was man hier so hat. Wir sehen hier noch einen Kane auf jeden Fall. Einen Rodri sehen wir auch. Also hier kann schon mit ganz gutes Zeug mit am Start sein. Das ist schon eine echt heftige Seite und je mehr man eben öffnet, desto bessere Meilensteine bekommt man eben auch hier, desto bessere Belohnungen kann man eben bekommen. So sieht's aus und wir können nochmal kurz ein bisschen weiter gucken. Wir haben noch das wöchentliche Training, da können wir auch nochmal ein bisschen spielen mit Skillspielen, mit CPU-Spielen, können da Richtung Dudex gehen, können da aber auch so noch ein bisschen was mitnehmen tatsächlich. Also hier sieht man 80 bis 92er Pack zum Schluss, also natürlich wahrscheinlich, also ich denke mal, das wird auch Free-to-Play sein. Ja, da sehen wir auch hier zum Beispiel das Scholes, Capdevila, Diaby, also schon mal ganz coole Spieler, die man hier auch bekommen kann. Und ja, hier gibt es dann noch Winter Wildcards, gibt es dann hier auch scheinbar noch ein paar Gratis-Packs mit ein paar Trikots, die man kriegen kann. 88er RF sehe ich ja auch gerade schon. Ja, also auch sehr cool. Bei den Umtausch-Packs gibt es auch wieder neue Packs, auch wieder 88 bis 91er Pack, das kennen wir ja schon von überall her. Pau Torres kann man sich zum Beispiel auch holen. Wir haben noch wieder neue Quests, wo man Zeug abholen kann. Auch sehr, sehr cool. Dann geht es natürlich hier noch weiter rein in alles mögliche andere. Wir haben einen neuen Star Pass mit wahrscheinlich, so wie es aussieht, mit einem Ousmane Dembélé. Also sehr, sehr cool. Mal gucken, vielleicht hole ich mir den Pass auch. Und hier haben wir auch nochmal alle Spieler geleakt. Mit, also, ja gut, Baresi war klar. Den gibt es schon vorher. Aber Blanc,
Finde ich auf jeden Fall cool. Kane, Mbappé, Messi, Rijkaard, Rodri, Dalglish, Ferdinand, gut, der war schon vorher da, Fernandes, Osimhen, Nesta. Nesta-Karte sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Weiß nicht, wie ihr das so findet, aber natürlich mit Kylian Mbappé, Lionel Messi, dies, das, die sind natürlich echt krass und könnt ihr auch gern nochmal, wenn ihr Bock habt, da ein bisschen mehr zu wissen über diese Spieler, könnt ihr euch auch natürlich gern hier das nochmal selber anschauen. Da werden nochmal hier die ganzen Stats gezeigt von den Spielern. Wenn ihr da Bock habt, das zu sehen, dann einfach dort auf den Link drücken und euch das Ganze reinziehen hier. Ich skippe das jetzt einfach mal ein bisschen durch. Und damit wir nämlich noch zu den anderen wilden Packs kommen, die ihr hier auch schon sehen könnt tatsächlich. Es gibt nämlich neue Division Rivals Packs, Leute. Das ist geil. 2500 Punkte braucht man nur für einen 89 bis 95er Spieler. Das ist richtig, richtig cool. Das ist richtig, richtig cool. Kann man nur einmal kaufen, aber okay. Das kommt dann auch alles am Donnerstag raus. Gehen wir natürlich auch vollkommen rein im Livestream, Leute. Absolut geil. Das wird sehr, sehr cool. Da freue ich mich natürlich auch auf jeden Fall drauf. Hier dieses Pack 89 bis 95, da sehe ich mich. Hier, das kann ich leider nicht öffnen, aber gut, da habe ich auf jeden Fall gut was auch angespart dafür. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt auch neue Packs, wie man hier sieht, 18.750 Gems. Boah, das ist mal ein Pack, ne? Das ist mal auf jeden Fall ein Pack. Da kann man gut was tun. Also, heilige... Ja. Also 88 bis 95, da wird man am Ende wahrscheinlich nicht so krasses Zeug ziehen. Ah, und es ist auch Untrade. Es ist auch Untrade-Zeug dabei. Also weiß nicht, ob sich das jetzt so krass lohnt. Captains haben wir neue Sachen dabei mit Baresi, Coman, okay. De Jong, ja, aber das ist ja sonst eigentlich klar. Und ja, so weit, so gut, Leute. Also wenn ich mir hier nochmal die Spieler so anschaue, natürlich hat man da Bock auf die Prime-Icons, ganz, ganz klar. Vor allem der Blanc sieht sehr, sehr geil aus. Mit dem Rest kann ich mich tatsächlich eher noch nicht so anfreunden. Aber wenn man dann so gesehen hat, so ein Messi oder ein Mbappé, die wären natürlich auch absolut krass. Ich glaube, die könnte ich auf jeden Fall auch, die würde ich auch spielen. Also ganz, ganz klare Sache an der Stelle. Leider gibt es ja keinen Trainingstransfer und so oder sowas. Das wäre natürlich super für solche Spieler dann, wenn man die dann doch spielen möchte. Ja, aber sonst natürlich Nesta, IV sah auch sehr, sehr schmackhaft aus tatsächlich. Ja, also hätte ich auf jeden Fall auch Bock. Ich weiß ja nicht, ja, das wären so wahrscheinlich die Spiele, die ich mir holen wollen würde. Aber es kann sein, dass da so viel anderes Zeug noch kommen wird, was man noch nicht so kennt. Und ja, so viele andere krasse Spieler, die da vielleicht noch mit reinkommen. Und somit kann man sich da noch gar nicht so festlegen. Ich nehme einfach das, was ich ziehe oder das, was ich mir als nächstes leisten kann. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Schreibt es gerne mal rein. So sieht das Ganze aus. So wird das Ganze funktionieren. Es wird krass. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Habt ihr Bock auf das Event oder seht ihr da Verbesserungsbedarf? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, Leute. Würde mich ja auf jeden Fall mal interessieren, was ihr zu dem Ganzen sagt, zu den ganzen Leaks. Welchen Spieler könnt ihr am besten davon spielen? Auf wen habt ihr richtig Bock? Ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wir sehen uns natürlich morgen frisch im Livestream, 16 Uhr. Seid dabei, Leute. Absolute Eskalation natürlich. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.